Hi meine Lieben, ich habe ein neues Abo. Und zwar bei Scrap Delight. Total toller Shop. Und total schöne Farben. Mich kostet das Abo, ich habe es für ein halbes Jahr. Das sind 6 Kits, also monatlich erscheinen die 22,99. Man kann auch für ein Jahr abschließen, dann kostet es 19,99. Da kommt natürlich noch Versand dazu, weiß ich jetzt nicht genau in welcher Höhe, weil ich da noch ein bisschen mehr bestellt hatte. Und ich glaube, dann war es versandkostenfrei. Außerdem gibt es auch noch ein Mixed Media Kit und ein Stempel Kit und ein Journal Kit. Also schaut da unbedingt mal auf der Seite drauf. Unten verlinke ich euch die Seite. Wenn ihr mit dem Laptop oder mit dem iPhone, ich weiß nicht, wie es beim anderen Handy ist, das weiß ich nicht, habt ihr die Möglichkeit, das übersetzen zu lassen. Dann könnt ihr es also in Deutsch lesen, weil ansonsten ist es, glaube ich, niederländisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall kommt dieses Kit immer so verpackt in so schöner Seiden, in so einem schönen Seidenpapier. Drauf steht Pretty Things Inside. Sehr schön. Und außerdem, Knister, Knister, das können wir natürlich noch weiter verwenden, kommt das Kit in so einer Tasche. Kann man hier verschließen. Finde ich total cool, um alles beieinander aufzuheben. Ihr könnt die auch ohne Abo kaufen, dann kostet dieses Kit, was ich euch jetzt zeige, 27,50. Und hier seht ihr schon zum Beispiel die Papiere. Oh, ich finde das so pastellig, dezent und oh, total toll. Dies heißt Joy de Vivre, was auch immer das heißt. Französisch, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Und das hole ich mal raus. Zeige ich euch, was da alles bei ist bei dem Kit. Alles super aufeinander abgestimmt. Haben auch einen YouTube-Kanal, kann ich euch auch mal verlinken. So, ich fange mal an mit den Papieren. Hier steht noch jede Menge Krams. Ha? Hier sieht man dann schon, was alles bei ist. So. Aber ich zeige es euch natürlich. Und zwar, ist ja auch cool, hier nummeriert. So, fangen wir an mit dem ersten Papier. Auch eine gute Grammatur, also schönes festes Papier. Haben wir einmal hier die Vorderseite und hier kann man schon erahnen. So, schaut die Rückseite aus. Dieses, dann ist dieses Blatt dabei. So auf der Rückseite. Und hier, wie ihr seht, ne, passt alles super zusammen. So. Ist auch so leicht, seht ihr das, wie das glänzt hier? So ein bisschen beschichtet, also richtig toll. Dieses. This moment, amazing, lovely day, good times, joy de vivre, be happy und so weiter und so weiter. Dieses da. Richtig schöne Papiere. Richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Und ist natürlich jeden Monat immer ein anderes Thema. Was man natürlich vorher nicht weiß. Bei Instagram dann aber sieht. Ich bin da immer so neugierig. Ich kann ja mal nicht warten, bis es kommt, sondern muss dann schon immer vorher gucken. Naja. Das. Dann haben wir dieses hier. Traumhafte Farben. Und dieses hier noch. Bla bla bla. Create to remember. Believe it's possible. Never stop growing. Und so weiter und so weiter. Und so auf der Rückseite. Dann gibt es passende, ich lege euch mal das Blatt nach oben, dann könnt ihr das immer sehen. Passende Enamel Dots dazu. Steht hier Enamel Dots, genau. Das. Dann haben wir hier insgesamt sind 2 Packungen Die Cuts. Ephemeras. 50 Stück sind hier drin, die schauen einmal so aus. Also ideal so zum Beispiel um ein Reisealbum zu gestalten oder halt ein Layout, wie man im Urlaub war. Good Vibes Only, What a Lovely Day, Joy de Vivre. Was heißt Joy de Vivre? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Dieses und dann war auch das hier dabei und das finde ich ganz genial. Und zwar sind da mitunter auch Monate und Jahre bei. Und das schreit ja nach einem Babyalbum. Hier Juni 2018, This Week, Awesome, Fun Times, April 2019, Juli, This Moment, nee, This Month, September, November, Februar, August, Januar, Every Day, Forever,
Photograph, Good Vibes, Note, März, Best Day, Mai, Dezember, Mittwoch, Dienstag oder Donnerstag, Love, Captured, Right Now, The Story, Adventure, Dienstag oder Donnerstag, Tuesday und Saturday, ich weiß es immer nicht. Dream, Smile, Shine, Today, Saturday, Monday, Hello, Fun, Sunday, Friday und Oktober. Total genial. Ja, also die Wochentage, da werde ich sicherlich mal gucken wegen einem Layout oder man kann sich auch eine Woche in einem Planer gestalten. Und schaut mal, wie gut das zusammenpasst. Ich liebe es. Und die Monate, da schreit es natürlich wieder nach einem Babyalbum mit monatlichen Seiten. So, dann war da eine kleine Stenzelschablone bei. Die hat eine Größe von 9 mal 14,5. So, mit so Punkte. Schaut so aus. Dann ein Stickerbogen mit verschiedenen Wörtern. Wordsticker in so Gold foliert. Ein Bogen. Und noch passend, ich bekomme ja ein Mädchen, Buchstabensticker. Und auch eine richtig tolle Größe. Hier haben wir 1,3 cm. Richtig schön. Hier auch mit Zahlen und Zeichen. Celebrate Pink. Alphabetsticker. So. Das war alles das, was in dem Kit dabei war. Und dann haben die natürlich auch noch eine Sale-Abteilung. Und da zeige ich euch, was ich da noch geshoppt habe. Wartet. Und zwar habe ich einmal dieses hier mitgenommen. Knister, knister, entschuldigt. Und zwar, habe ich eben schon gesagt, einmal hier so ein Washi-Tape-Paket. Das ist, wie gesagt, irgendein altes Kit gewesen. Das schaut so aus. Dann haben wir hier so kleine Die-Cuts. Da stehen verschiedene Dinge drauf. Ich pack's mal aus, dann könnt ihr das sehen. Cozy Sweeters. Changing Leaves. And Warm Drinks. Und hier steht noch Crisp Air. Diese Tüte. Hier haben wir so eine Tüte mit so Tickets und da, wo man so Seiten mit hier. Na, ihr wisst schon. Sowas. Dann haben wir hier ein Tütchen. Da sind einfach so Kreise. Da kann man auch so beschriften, Datum und Ziel zum Beispiel bei einem Urlaubsalbum oder so. In verschiedenen Farben sind die dabei. Ach cool, die kann man so knicken. Zack. Mhm. Hier wie gesagt verschiedene Farben. 5 Stück. So, ich zeige euch hier auch noch, damit ihr wisst, was ich meine. Hier, so eine Dinger meine ich. Ah, Tabs heißen die, ne? Tabs, oder? Genau, die man sich dann so zusammen machen kann und dann so Seiten markieren kann. So, das war dabei. Dann haben wir hier ein Set, da sehe ich auf jeden Fall Weihnachtsstiefel. Ja, da ist alles so zum Thema Weihnachten und Winter mit drin. Aber auch cool, hier so um raufzustempeln. Auch richtig tolle Sachen. Verschiedene Dinge. Dieses und hier nochmal so eins, wo so ja Labels mit drin sind. Dann war hier eine Büroklammer mit so einem Tassel drin. Dann hier Enamel Shapes. Puffy Sticker. Also Art wie Enamel Dots, aber halt so Wimpel, Pfeile, Sterne und Kreise. Dann haben wir hier so ein von Studio Calico, ein Rollstempel. Da stehen diese Wörter drauf. Thank you for the Sterne, gratitude, also dankbar heißt das, ne? Thankful for you, happy heart, autumn, family, giving thanks, sweeter weather, quote. Dann so ein Feld, was man ausfüllen kann und siehst, mein Englisch ist nicht so gut. Dann hier Wordsticker. Finde ich auch richtig tolle Farben.
kaltes Wasser, Tee. Ach so, so wintermäßig. Cozy Sweeters, Wonderful Drinks. Auch richtig schön. Und passendes Papier. Wartet, aber hier ist noch was dabei. Und zwar einmal ein Stickerbogen mit verschiedenen Buchstaben. Das passt auch wieder alles farblich hier super zusammen, wie ihr seht. Also war, denke ich mal, auch ein komplettes Kit mal. Und dann sind hier, ja, wie so mit einem Plotter gedruckt, auch so Etiketten auf Etikettenpapier, fertige Sticker. Also die sind jeweils immer schon so ausgestanzt, aber sieht aus wie mit einem Plotter auf Stickerpapier gedruckt. No. Dieses hier auf jeden Fall. Das hier. Das habe ich euch alles gezeigt. Ding, ding, ding. Und dann zeige ich euch noch die Papiere. Da haben wir, oh, das finde ich auch toll mit dem Farbverlauf. Das und so. Auch schön. Passt auch richtig gut alles. Schaut mal, die drei Blätter hier alleine schon. Oh, ein Traum. Ja, das sieht so aus auf der Rückseite. Das hier so. Dann haben wir hier auch so mehrere Wörter, wie bei dem einen Stickerbogen hier. Passt auch relativ gut zusammen, finde ich. Das schaut so aus. Dann haben wir dieses. Und so. Oh. Wie schön! Ah, das war hier in dieser Weihnachtstüte, was ich euch eben gezeigt habe. Da waren die Schüchen und dieser Ast hier mit bei. Und dann noch dieses. Auch schön hier die Karte nur so. Zum Thema Project Life. Das sieht auch toll aus. Das. Und dann habe ich noch ein Kit. Und das kommt in so ein. Aber das ist auch schon was älter. Was steht hier? Keine Ahnung, hat mal 14,9. Das ist das Life Stories Embellishment Kit. Aber halt auch schon älter. Das würde so regulär 14,99 kosten. Und das kommt auch so in so einer Tüte. Also das hier ist reingedruckt. Auch total cool, um Sachen aufzubewahren. Da haben wir hier auch so mehrere Die Cuts. Hier mit Wörtern und Sprechblase, Tags. Also auch richtig cool. Denn hier noch ein weiteres, zeige ich euch jetzt mal so, wie so Art Tickets wieder. Bei manchen steht auch was drauf. Dann ein goldenes Washi-Tape, ein schmales. Dann hier so Kork-Sticker. Dieses. Und hier nochmal ein Paket, wo ich euch eben die rosane gezeigt habe. Hier in weiß Alphabet-Sticker. In weiß. Ja. Aber das hat keine 14,99 gekostet. Dafür würde ich es jetzt ein bisschen teuer finden, um ehrlich zu sein. Ich habe mir hier noch ganz viele kleine Sterne drin. Ja, das habe ich mir alles bei Scrap Delight gekauft. Schaut unbedingt mal rein. Ich habe hier noch einen Bogen Vellum drin. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das zu dem aktuellen Kit oder zu was das gehört. Ich denke mal, es gehört zu dem Kit, was ich euch als erstes gezeigt habe. Ich weiß es aber nicht genau, weil es lag einzeln im Paket drin. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch noch hier. Vello. Ja, das war's. Wie gesagt, ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.